Phone darüber. Ja, Also. Gestern hier, du siehst ja hier, wir haben ja ganz moderne Technik alles. Wir haben das gestern hier, wo ist es denn? Hier reingesteckt. Ja. Das hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch funktioniert. Es geht auch so, guck mal. Es hält, gerne. Ich habe auch noch ein bisschen Gaffer-Tape. Ja, das ist alles super. Facebook Live, da bin ich. Im Wildwechselstudio hier in Warburg. Nur wir zwei. Nur uns zwei mit einem riesen Distanz zwischen uns. Wir haben wirklich... Machen nicht immer so Witze. Ist keine Witze. Das ist, ich erzähle die Leute, wie es ist, weil das ein Livestream Stream ist und wir haben mehr als so, 2 Meter zwischen uns und das ist gut so. Ja, und hier sind wir. Also, nochmal, dein Geburtstag hast du gesagt. Dein Geburtstag. Ja, das war mein Geburtstag. Wahnsinn. Dann kann ich mich noch wie lange war das hier? Welches Jahr? Das weiß ich leider nicht, aber es ist schon ein bisschen her. Über 8 Jahre? Kann sein. Ja, ich denke auch. Ne? War die alte Besetzung noch? Haben wir gespielt da mit Cheap Dirt? Oder? Mit Cheap Dirt, ja. Okay. Und ich dachte so, was ist das denn hier? Da fährst du aus Langeweile in irgendeine Kneipe. Wir dachten jetzt nicht, es wäre viel los. Mhm. Also nicht, weil der Laden, sondern weil es halt mitten in der Woche, ich weiß nicht, vielleicht war ein Feiertag am nächsten Tag. Auf jeden Fall, es war nicht Freitag oder Samstag. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das war ein bisschen skurril, weil mir hat das musikalisch sehr gut gefallen. Ich mag ja auch AC/DC sehr gern. Gott sei Dank. Aber in der Kneipe saßen viele Leute, die sich gar nicht dafür interessiert haben, was ihr da gemacht habt. Mhm. Ich glaube, die waren da gar nicht so richtig drauf vorbereitet. und ihr hattet keinen Micher. Und genau, das weiß ich noch. Und ich habe damals noch etwas, du hast in einem seltsamen Deutsch deine Anmoderation gemacht. Seltsam. Ja, nicht so wie heute, es war noch etwas schräger. Ich konnte gar nicht richtig erkennen. Ich dachte, das ist kein Engländer, was ist das für, was hat er für einen Akzent? Und ich habe dich dann gefragt, ich hatte ja auch schon ein paar Bier, ob du Holländer wärst. Das fandst du natürlich sehr lustig, was natürlich auch Quatsch war. Naja, aber das sagten ja auch viele. Und ja. Und dann hab ich mich einfach getraut und hab dir gesagt, Mensch, da sagtest du, nein, ich bin Schotte. Dann sag ich, Schotte? Wie Bon Scott auch. Und die anderen, ja, Alter, dann sprich doch einfach in deiner Sprache. Das ist doch viel authentischer. Deutsche AC/DC-Coverbands gibt es doch schon so viele. Ja. Und danach hast du das auch gemacht. Das fand ich sehr charmant. Du hast dann fast nur noch Englisch geredet. Ja. Ja, ansonsten war das ziemlich cool. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danach, darüber sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. Ja. Und dann bin ich öfter mal zu Konzerten und ihr seid dann auch hierher. Ich habe euch gar nicht ins Pfefferminz vermittelt, sondern in Salvas Pub zur Eröffnung habt ihr gespielt. Ja, ja. No? Ja. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, to the people that are watching in Facebook in England at the moment, just to explain where I am, I'm doing a live streaming concert in a minute. I'm at a magazine, a bureau at a famous magazine here. They do all the live music venues. It's I don't know what it would be called in England, but what I'm doing here is supporting. We're supporting people that help support live music, and Fido is one of the guys that loves live music, so he's in dire straits at the moment with the coronavirus virus. He can't, he can't deliver his magazines, and it's a really heavy situation for people like him. So we're trying to do something else and keeping live music live. We're following all the regulations, what the government says about how the distance between us and all the things we have to take care of with disinfectant and bringing our own drink and food. And here we are. So I'm supporting him. He's supporting me. And this is going to be a regular thing as far as I know. There's going to be lots of this going on. And we had Magnus yesterday. So Magnus did a great, well done Magnus, he did a great job yesterday, and I'd like to thank Fido for taking the initiative of doing something like this. I'm sure it's gonna be a lot more. Geht hier nicht so viel um mich. Wildwechsel, du,
Die Leute hier alle, auch wenn heute keiner von denen da ist, das geht ja nicht anders. Mhm. Na, aber da hängen eine ganze Menge Leute dran. Das Ganze hier ist kein, das ist hier kein, wie soll man sagen, das ist hier keine Gelddruckmaschine, sondern das ist, hier ist viel mit Passion und Spaß, was heißt Spaß, ja, warum die Leute das alle machen. Mhm. Und ich habe das nicht alles verstanden, aber wollte auch jetzt gar nicht hier so auf die Tränendrüse drücken, aber für uns Veranstaltungsmagazine, alle in Deutschland, ist das im Moment also der Super-GAU, weil für jeden, der jetzt zu hat, für jeden, der jetzt nichts einnehmen kann, ist es scheiße. Mhm. Ist auch gleich scheiße wahrscheinlich. Ja. Aber wenn die Läden wieder aufmachen, wird es erstmal lange Zeit wahrscheinlich keine großen Veranstaltungen geben. Ja. Das heißt, für die Musiker und für die Veranstaltungsmagazine und für die Veranstalter ist es am allerschlimmsten eigentlich noch fast. Absolut. Und da werden wir auch in den nächsten Sendungen, werde ich also verstärkt auch das Thema machen. Ich werde auch mal Interviews machen mit Veranstaltern und denen reden, was die für Perspektiven haben. Weil auch wenn jetzt Geld gespendet werden soll, ja, da wird es einige geben, für die ist das toll. Mhm. Für alle anderen ist das ja auch schön. Aber da sind die meisten Leute, die ich kenne, können ihre Unternehmen mit 9.000 oder 10.000 Euro im Monat nicht retten. Ja. Weil viel größere Kosten dranhängen. Es, ja. Die Anwälte werden sehr viel zu tun haben. Ja, wir haben halt Kunden, die auch bei uns nicht mehr gezahlt haben, weil sie nicht zahlen können. Ich bin denen auch nicht böse. Wenn ich 10 oder 15 Shows habe, wo mich eine Show 30 bis 100.000 Euro kostet und die sind jetzt alle weg, dann wird das erstmal einen riesen Streit vor Gericht geben, ob da Geld zurückgezahlt wird oder nicht. Aber Werbekosten und vieles, was schon bezahlt ist, ist alles weg. Und das können die auch nicht aufholen. Die können ja nicht, wenn es wieder losgeht, sagen, jetzt machen wir halt jedes Wochenende 3 Konzerte. Für die Gastronomen auch, klar. Ist auch blöd, da jetzt eine Reihenfolge herzustellen. Aber ich habe das betont, das nur so, weil viele bei unseren Sachen oder dem, was wir machen, denken, ach ja Gott, mein Gott, dann machen die eben mal keine Zeitung. nee, ist nicht so schön. Aber ich mache jetzt mein sterilisiertes Bier auf und, yeah, und du fängst an zu spielen. Okay. Jetzt haben wir lange genug gelabert. Ja. Am letzten erzählst du über zu jedem Song ein bisschen was. I can do that. Entweder die Wahrheit oder eine erfundene Geschichte. Warte noch. Yeah, I do a few covers first. I've got to get warm, obviously. Ich muss meine Stimme erstmal durchwärmen. Habe ich auch natürlich wegen der Coronavirus lange Zeit nicht mehr gespielt. Aber yeah, we haven't done a sound check, so let's just see what happens. David Gray. Es betrifft eine Putzfrau. Das arbeitet in einer Gastronomie, wahrscheinlich auf einer Autobahn. Und sie wird nicht so richtig beobachtet als eine Putzfrau. Und sie macht ihren Job und putzt einfach die Tische sauber. Wird nicht beobachtet dabei. Und sie hat einfach einen Freund, das Radio. Und das Radio hält sie wahrscheinlich, ja, dass sie nicht bekloppt in der Bühne werden.
couldn't believe the things that you seen down by the avenue. Saw 1,001,000,000 eyes as they looked right through. Tell a red show the places we go, keeping the tables clean. She had no idea the demon of fear while a broken heart mess. She don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. You know what life brings. Walking the wall without a care. One day you're falling at the ground. Oh, sweet Mary Jane now. She don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. She don't mind the late night radio. So, thank you very much. Yeah, that was a song from David Gray. I'm gonna, now I've been smacking the guitar, I will tune it back up. And, yeah. Du musst das auch immer mal für die englischen Analphabeten wie mich auch auf Deutsch erzählen. Von wem ist das nochmal? David Gray. Ach so, das habe ich gar nicht verstanden. David Gray. Bitte? Ja. Das war ein Typ, ja, der letztendlich sein Erfolg in Irland gehabt. Der war ein Straßenmusiker und dann ein Pubmusiker. Und er ist zu der Musikindustrie gegangen mit so einem Demo und hat gesagt, hallo, hier bin ich und bla. Und die haben sich nicht interessiert. Also der war richtig sehr beliebt auf die Dublin-Szene. Hat sehr viele Fans, Pub-Fans, und dann hat er sein Haus, was er vererbt hat, verkauft und hat sein eigenes Platte aufgenommen. Selbstfinanziert. Und er hat das selbst produziert, also Mugis in der, oh, das war schon in den 90er, früh 90er. Ja, schon in den 90er. Ja, ja, und er hat so gemacht zu der Musikindustrie, und was war, der ist jetzt heutzutage Multimillionär. Ah, guck mal einen an. The next song is a new sorry. Was sagt uns das? Ja, scheiß drauf. Immer an dich selber glauben. Ja. Na? Und an deinen Fans. Wann die Music Industry oder die Plattenlabels haben nicht immer recht. Die haben nicht immer recht. Ja, die meisten anderen haben nicht recht. Was du in dir, mein erster Anruf, wenn ich das mal sagen kann, als ich als klar war, wo das hingeht, als die ganzen Absagen kamen. Mhm. Haben wir an verschiedenen Stellen angerufen und ja, die ersten Antworten, die ich bekommen habe, war, vergiss das. Beantrag Hartz IV und vergiss die Scheiße, so ungefähr. Ne? Ja, und ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber ein Musiker, mit dem ich gesprochen habe, gleich an den ersten Tagen, abends lange, der sagte halt, nein, versuch das anders. Guck, sprich deine Fans an,
frag deine Leute, frag dein Team, was die davon halten. Und wir haben dann halt gesagt, wir versuchen das einfach irgendwie doch hinzukriegen. Und das, was wir jetzt hier machen, war ein Projekt, was ich eigentlich immer schon machen wollte, etwas professioneller mit Technik, die dann auch hier schon steht, aber schon auch in diesem Rahmen. Das ist immer wieder aufgeschoben worden und jetzt habe ich mir halt gedacht, egal ob wir das jetzt packen, ob wir die Kohle zusammenkriegen oder nicht, wir machen jetzt dieses Projekt, dass wir wenigstens... ja, finde ich gut. Ich finde das wirklich gut, dass wir das Spaß an der Sache untergehen. Ja. Nein, wir gehen nicht unter. So. Das ist ein new song. Also dieses Lied ist... letztendlich hat Prince geschrieben. Also die Original-Version von diesem Lied ist ganz merkwürdig. Also ganz ehrlich, ich mag den nicht, seine Version. Er hat dieses Lied dann an der Sinead O'Connor. Ach, du meinst Nothing Compares to You? Ja. Und dann hat sie natürlich einen riesengroßen Hit damit gehabt. Und natürlich dann hat der Guy Cornell... das leider von uns gegangen ist, eine eigene Version daraus gemacht. Und ich versuche es jetzt auch zu spielen. Es ist ein neues Stück, so tut mir leid, wenn ich das vermasse. Nothing compares.
sad when you went away. I know that living with me was sometimes hard, but baby, tell me, give me another try. In there, but I like that version. It's really nice. I like it. I don't know what Dirk said. If Dirk's still there, what about the sound? Is it okay? It's not too loud. It's not distorted or. Ja, wir streamen das auch auf YouTube, allerdings mit einer schlechteren Kamera. Wir tasten uns halt von Tag zu Tag ran mit der Technik. Ja, ja. Ist ja nicht so richtig unser Metier. Aber es kann ja nur jeden Tag ein bisschen besser werden. Kann man sich denn auch was wünschen? We can try. Ja. Ich habe einen pauschalen Wunsch, und zwar, sorry Nadine, von der Nadine Fingerhut, die sagte nämlich, warst du überhaupt die Nadine? Oder warst du es selbst? Einer der nächsten Künstler sagte jedenfalls, gestern der Musiker war sehr gut, ja. Aber die Lieder wären so melancholisch gewesen und die ganze Situation wäre schon so melancholisch. Ja, ja. Für manche Menschen ist das ja auch ein guter Weg, mit sowas umzugehen. Mhm. Melancholie muss ja nicht immer negativ sein. Aber ich habe gedacht, ich sage das dem Paul. Ich glaube, Paul ist eigentlich, ich kenne ihn eigentlich gar nicht so melancholisch, mein lieber Junge und so soft. Der wird bestimmt auch ein paar positive, aufbauende Lieder spielen. Komm mal. Okay, here we go. We do a nice one. About you.
'Cause hell no good. Wisdom no good. Patience no good. To me, I'm all. Liest du mir, da kannst du das lesen, was da steht? Yeah, there's a number. Ja, kannst du mir die mal vorlesen? Yeah, it's like being at the opticians. It's like, do I have to cover my eye? I think it's a 4. Ach komm, das dauert zu lange. 5, 6, 7, 0, reicht schon. Yeah, I'm sorry, my eye is, I'm 55, man. Ich hab mich blöderweise gerade hier. For all the people that have checked in at from the UK, I'm doing a live music stream here at our local rock magazine brochure, helping each other out under a few doors. We're at his little office here, and we're just doing a little bit of live streaming music. Kann ich hier mal Fragen stellen? Cheers. You can try. Du kannst es versuchen. Kann man mit dem Interessanteren an oder mit dem Uninteressanten? Wie lange machst du das schon? Wann hast du angefangen? Wann standst du das erste Mal auf einer richtigen Bühne? So. Erst? Mhm. Eine richtige Bühne. Wie alt warst du da? Vielleicht sagen wir ganz von vorne. So lange musst du überlegen. Also erstmal, also also ganz zurück. Also meine Opa von meiner Vaterseite war Klavierspieler und hat gesungen dabei. Und da stand hier so ein Stehklavier in unserer local Pub. Yeah. Und dann, come on Tommy, give us a song. Und dann Tommy would get up and play a song. Welcher Song war es? Oh Gott, das sind die ganz alten Sachen. Oh Gott, wie heißt er nochmal? Bing Crosby und sowas. Bing Crosby, sing mal eine Zeile. Oh, nicht das ganze Lied. I don't know. I have to think about it. But you got me there. Aber meine Opa ist tatsächlich auf die Bühne gestorben. Oh. Ja, ehrlich. Die haben alle gedacht, der macht das Spaß. Und weil er immer so Spaßvogel war. Und dann der ist aufgestanden. Und der hat massive Herzinfarkt bekommen, war sofort tot. Ja, ehrlich, das war der beste Platz, wo mein Opa sterben konnte. Und ich habe ein Foto zu Hause, das war nur aufgenommen, 5 Minuten vorher mit meiner Oma zusammen und ein paar, mein Onkel, meine Tante, da sitzen da
englisches Bier. Also du meinst... Und 5 Minuten später war er tot. Aber der wirst du nie denken. Und das gibt zu denken, wie kurz ein plötzlich Leben vorbei ist mit diesem Corona-Scheiß. Das hat keiner so wirklich das gesehen, was für eine Auswirkung das hat. Weltweit, das ist echt krass. Das ist Wahnsinn. Und dann, also der musikalische, zu deiner Frage, mit 14 habe ich meine erste, ich denke, die meisten Musiker, das fangen die in der Pubertät an. Ne? Ja. Also Frauen beeindrucken und sowas. Und da habe ich mir eine Klampfe gekauft und ich muss mal Zeitungen austragen, an das selber zu finanzieren. Habe ich auch mit angefangen. Ja, ist ja schön. Du wolltest also Groupies kennenlernen, das war der eigentliche Grund, um auf die Bühne zu gehen. Und dann, als du Musiker, was gab es dann überhaupt, Groupies, oder ist das nur ein Mythos? Nein, da muss ich mal aufpassen. Ne? Also, erstmal habe ich gemerkt... Wir reden ja nicht von heute. Nein, ich war immer so... ich habe gerne entertained, ich habe sehr viele Witze erzählt und mein Nickname war The Joker. Und da habe ich gemerkt schon, ich habe so... Wir haben in einem Wohnhaus gespielt, wir waren auf dem 3. Stock. Und ich hatte so eine Les Paul gekauft aus dem Katalog. Und da habe ich dann das im Flur gespielt. Und ich habe die ganze Nachbarn total irre gemacht, ne? Weil da hat es Gehalt. Ja. Und da hatte ich nur so ein bisschen natürlicher Hall. Und dann habe ich gemerkt, dass die Mädels draußen haben gestoppt und haben geguckt. Und die haben dann auf dem Mauerwerk da gegenüber von meinem Haus gesessen und haben mir zugeguckt. Und ich fand das ganz toll. Also gibt es Groupies oder ist das ein Mythos? Moment! Es kommt, also ja, ist der Frage, ist die Antwort. Und dann bin ich ins Militär gegangen. Also ich bin... in 83 ins Militär eingetreten, in der British Armee, und dann bin ich mit 85 hier nach Deutschland gekommen. Und bis 96, und in diesem Zeitraum habe ich absolut musikalisch nichts gemacht, null. Und dann bin ich ausgetreten, dann war ich in einem Lokal-Pub in Paderborn, da gibt's so eine, da gab's eine richtig geile schottische Kneipe, der Highlander. Kenn ich, ja. Und da haben die immer Live-Musik gehabt. Und da war ein Typ da, und hat gespielt. Tut mir leid, aber ich fand ihn scheiße. Aber der Publikum war alle am Rocken und alle am Spaß. Haben alle Spaß gehabt. Und ich habe nur gedacht, das musste doch 98 oder so gewesen. Ich habe gedacht, das kann ich auch und das kann ich auch besser. Und dann habe ich hier so meine alte Klampfe ausgekramt und habe ich zu dieser Zeit 98 nie gesungen. Und ja, und dann ging das rasch. Dann habe ich so 2 Lieder, 3 Lieder, 4 Lieder. Mittlerweile habe ich auf die Gitarre bestimmt über 600 Lieder. Und dann fang das ab mit den Bands. Ne? Und da habe ich dann meine erste Band, war in 2001 oder so. Und ich war Sportlehrer beim Militär, ich war topfit. Und ich war in einem Trimdich, Moment. Und ich war in einem Trimdich und ich habe auf einmal Live-Musik gehört. Ich wusste, dass es live war. Also Sportler, Sportlehrer, Rockmusiker und dann keine Groupies? Okay, kommen wir dazu. Wir lassen das mit dem. Aber interessant mit dem Hall, ne? Das hört man ja oft. Mhm. Ich weiß gar nicht, Paul Simon hat Sound of Silence, war das, glaube ich. Auf jeden Fall hat er den auch in seinem Bad geschrieben. Und Paul McCartney war ja neulich auch in einer Sendung zu Hause wieder in seiner Wohnung und ist dann auf ein ganz so kleines Klo, wie wir es haben, ja, gegangen mit dem Kamerateam und hat erzählt, welche Hits er alle in diesem Klo komponiert hat. Ja. Ja. Und er sagte dann in irgendeinem anderen Interview, hat er das auch nochmal, hat ihn der Interviewer gefragt, das ist doch nur so für das Klischee. Ne? Sagt er, nein, ich habe immer, selbst wenn ich nicht aufs Klo gehen musste, bin ich da rein und habe da meine, selbst und zwar die großen Hits noch. Ne? Also, ja. Weil er da noch eine Zeit lang zu Hause gewohnt hat. Und er meint, das hätte ihm später echt gefehlt. Ja, ich meine... Ich singe da auch immer, aber es klingt nicht so gut. Wie gesagt, ich habe diese Live-Musik gehört. Und ich habe aufgehört zu laufen. Ich bin über die Straße gegangen. Das war in Schloss Neuhaus.
Und dann diese Musik kam aus dem Kellerraum. Mhm. Und dann bin ich zu diesem Fenster hingegangen. Also ich bin tatsächlich in den Grundstück eingetreten. Dann habe ich ins Fenster gehört. Und dann auf einmal ging die Gardinen zur Seite. Und so ein Typ habe ich angeguckt. Und ich bin weggerannt. Und dann kam er raus und sagte, hey! Ich sage, oh, tut mir leid, ich habe nur das Live-Musik gehört. Ich fand das gut. Er sagt, oh, ja, irgendwann kam es raus, dass ich Engländer war. Und dann, die haben, den Jungs haben mir dann eingeladen, im Keller mit denen zu gehen. Und die haben so gespielt. Und dann kam ein Lied von James Brown. Und ich habe so wahrscheinlich in der Ecke so ein bisschen mitgesungen. Und die haben gesagt, oh, komm. Und die haben mir den Mikrofon. Willst du uns was von James Brown? Könnte ich machen. Das fände ich cool. Aber das kommt. Ich spüre mal was Funkiges wieder. Aber ja, und das war so meine erste Band, die Get Up Groove Band. Und es kam raus. Es kam raus, die waren Zeugen Jehovas. Ohne Scheiß. Erstaunlich dann. Ja, ja. Ich dachte, die dürfen gar keine Musik machen. Ich war echt gerissen, ne, weil ich liebte der Live-Musik und die waren auch geile Musiker. Aber die wollten mir immer so ein Wachtum an den Hals drucken, ja. Die haben mich versucht. Ich stelle mir aber gerade sehr skurril vor. Die haben da auf der Bühne gerockt und dann in der Zwischendurch die Zeitung rausgezogen und vorgezeigt. Aber ich bin gegangen, also dann habe ich mal. Ja, mach mal was Funky. Du machst auch Soul. Okay. Funk, ja. Angeblich ist die Übertragung unterbrochen, das wäre ja ätzend. Das wäre ja ätzend. Was denn? Immer noch? Ja. Yeah. So. Ein klein bisschen gelogen habe ich schon, dass ich nichts mit Musik gemacht habe in meiner Militärzeit, aber. Ich war in der ersten Golfkrieg, ja, das der allererste Golfkrieg und das war auch so eine Sache, ne? Also wir waren einmal in Deutschland, dann auch mit dem Fingerschnips waren wir in Irak. Und als ich in Irak war, als das Krieg vorbei war, wir haben mehr oder weniger für 2 Monate einfach mitten in der Wüste Eier geschaukelt.
weil ich wusste nicht, ob wir weiter ins, nach Bagdad pushen muss und ob wir da richtig den Kampf bis ins Irak bringen sollen oder nicht. Und während Soldaten Langeweile, ne? Und eine Kollege von mir hat eine Klampfe und ich habe so ein Lied komponiert von meiner Ex-Frau. Und das Lied heißt I Miss You. Du musst mich leider unterbrechen. Ja? Hier schreiben mehrere, der Stream wäre unterbrochen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Was macht man denn dann? Starten wir dann neu? Also, ich habe keine Ahnung. YouTube läuft offensichtlich noch. Gucken noch nicht so viele zu. Dann schauen wir doch mal. Gibt es einen Link zu YouTube? Das ist eine gute Sache, den werde ich gleich posten. Sind wir denn jetzt noch live? Hallo Gudrun. Oder sollen wir neu starten? Was ich für ein großes Gesicht habe. Nächste Woche. Okay, also fangen wir neu an. For all the people that are watching in the UK, if you actually watch it, we're here at Wildwechsel. We're here at the local magazine place, and we're doing a live streaming concert, taking into consideration all the regulations that we have to have here. And Fido here, who's the boss of a magazine company, has started to organize these events, and so hopefully we'll have lots and lots of different people. So are we live now or not live? Angeblich sind wir jetzt wieder drauf. Und ich teile jetzt mal noch schnell hier. Kann man das teilen? Der Stream läuft. So maybe I should say, I wrote a song when I was out in the Gulf War, and a guy I knew had a guitar with him in a war, and I wrote a song for my ex-wife, and as it is in war, you're kind of like sentimental, and so I wrote a song for a lady that went on to give me three beautiful kids, and the song is called I Miss You. I miss you. Ich, du fährst mich. Ja. Du fährst mir. Stimmt. Are we live? Can I carry on? Yeah. Es läuft wieder. Thank you.
been so long since I've had your love. I can taste your lips. Nochmal neu starten. Ja. YouTube hat uns, Facebook hat uns schon wieder rausgeschmissen. Dreckseite. Ich weiß nicht warum, aber hier, wie du siehst, es steht zwar live, aber es ist keiner drauf. Vielleicht wird's, ich lade es hoch, dann hoffe ich, dass es die Leute hinterher sehen können. Okay. Vielleicht zu viel Streaming? Keine Ahnung. Vielleicht machen immer mehr. Never mind. Hello everybody. Ich starte einfach mal meine App neu und. I don't know who's watching there. Die haben mich eben auch aus allen Gruppen rausgeschmissen. Ich hätte zu viele Gruppen gepostet. Aha. Waren aber 6. Okay. Naja, vielleicht schreibe ich zu oft, dass ich, was ich an Facebook so nicht so gut finde. We're keeping live music live here at Wildwechsel. Versuch Nummer 3. Here we go. Warte. Wir können ja noch ein bisschen. Jetzt scheint es zu. Läuft es? Yeah. I don't know. Läuft es? Sieht uns jemand? Hallo? Is there anybody out there? They would answer if it's working, right? Like, woran kann es liegen? Like you see, like mine. Here we go. Hello?
sitting in the morning sun. I've been sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. I'm just sitting in the dark of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, waiting time. Like my woman, Georgia, heading for the Frisco Bay. I've got nothing to live for, ain't nothing gonna come my way. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, waiting time. Live in the studios by Wild Wechsel here in Germany. We're trying to live stream, but there seems to be some kind of technical problems, but mine seems to be working on Facebook, so at least something's working. Vielleicht ist das Netz überfordert. Ich werde jetzt mal gleich auf die Idee umsteigen. Okay. Aber bei dir läuft das? Also mine's going, look, all these people are watching, everybody's watching. It seems that YouTube is live or is recording or whatever. Ich mache noch einen Versuch, was kann ich sonst tun? Das funktioniert nicht. And I just keep playing. Mach ruhig. Is what I consider a song for soldiers. It seems to be the fitting song for all soldiers.
ex-soldiers. I think they know what I'm talking about. Gesagt, genervt. Hat einer eine Idee, warum das nicht mehr geht? What a shame. Weder Instagram noch Facebook scheint zu funktionieren. Oh no. So it seems that I can't live stream right now. Doch. YouTube eben noch, aber das guckt kaum einer zu. Oh, then you have to go on a YouTube before you watch a live stream. Das ist the wonder of it all. Unfortunately, I can't see who's from this distance who's listening in, but welcome. We're trying to keep live music live here at Little Vexel and supporting one another in these hard times. Here's a song from 10cc. Now
phase I'm going through. If I call you, make a fuss, or tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no. Doesn't mean to me that you got to me. Well, but all you don't make a fuss, or tell your friends about the two of us. I'm not in love, no, no, no. Big boys don't cry. 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 Keep the picture on the wall. It is a nasty stain that's lying there. You know that I know it doesn't mean the match to me. I'm not in love, no, no. It's because, ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. Ooh, you wait a long time for me. We're back there. Ja, da läuft was? Yeah, they're all saying hello and stuff. Yeah, es geht wieder? Yeah. Oh, das ist schön. Ich It wasn't working before. Hallo, welcome. Da sind wir wieder. Ja, was ist das für eine Sauerei? Bei dir geht es die ganze Zeit. Ja.
Ja, ich ja, bezahle meine Rechnung. Die Leute haben geschrieben, einige, es wäre online gewesen, aber es wurde halt hier nicht angezeigt. Hier wurde dauernd das alte gezeigt. Na, ich weiß nicht, ob die Leute das jetzt sehen, aber wenn wir hier sind, ich habe zusätzlich deinen Stream auf unseren drauf gemacht. Okay. Wir lernen. Vielleicht ist es einfach zu viel. Ich habe jetzt umgeschaltet auf LTE. Vielleicht war es zu viel für unser WLAN. Vielleicht hat sich das verschluckt. Kann ich dir noch ein paar Fragen stellen? Ja. Das ist gut. Wenn wieder jemand drauf ist, dann macht das auch Sinn. Ask me a few questions so I can have a drink. Cheers. Cheers. Paderborner Pilsner schmeckt gut, ne? Ja, fast so gut wie das Warburger, aber nicht ganz so gut. From Warburger Pilsner kriegt man Kopfschmerzen. Mm-hmm. This is the stuff, boys. If you're watching it from the UK, what you need to get. Pilsner. Woher kommen diese seltsamen Geschichten? In jeder Stadt sagen die Leute hier, von dem Bier kriegt man Kopfschmerzen, von dem. Vielleicht trinkt ihr einen, könnt ihr vertragt einfach keinen Alkohol. Ich kriege nur. Ich habe noch nie Kopfschmerzen vom Warburger Bier gehabt. Weißt du, was ich kriege? Kopfschmerzen? Von was ich kriege Kopfschmerzen? Ja. Viagra. Jägermeister. Was? Viagra. Das brauchst du schon. Nein, das brauchen wir. Also sollen wir doch wieder über Groupies reden. Groupies, das war eine Frage, ne? Aber du wolltest mir was fragen, ne? So, sag mal. Ja, wenn du Viagra vorstellst, dann gehen wir doch mal in die Richtung. Weißt du noch, welcher Song du gehört hast, als du das allererste Mal Sex hattest? Oder von mir aus auch so, sagen wir mal, so die Vorstufe davon. Wo du das erste Mal mit einem Mädchen. Weißt du noch, welche Musik lief? Also ich weiß es noch. Ja, ich auch. Yeah. I know the last song. It's the last dance song. Wenn man keine Frau schon in Disco schon gehabt hat, da, also bei dieser letzten Tanz, das war's, dann gehst du nach Hause. Nein, ich meine jetzt nicht beim ersten Mal flirten, schon so. Richtig. Ich meine, das war die gleichen Lied. In England spielt das immer noch, heutzutage noch. Okay. Na, und wenn du jetzt keine Freunde haben hast, bis diesem Lied, dann gehst du nach Hause allein. Und es ist so, es ist immer noch so. Und bei diesem Lied habe ich erstmal 2 Minuten Sex gehabt. 2 Minuten nur? Ja, klar. Warum denn so kurz? Ja, weil ich... Die Aufregung. Weil ich, glaube ich, nur 15 war. Ach so, ja. Es geht alles ein bisschen zu schnell dann, ne? Ist das so? Ja, klar. Ich weiß, jetzt bin ich in 2 Stunden, Mann. Du hast heute noch keinen Sex, ich kann da nicht mitreden. Ja. Und der Song, kannst du den anstimmen? Nö, das war ein Soul-Lied, aber ich kann es vielleicht singen, Moment. Lass mich ihm denken. If Marie Furlong's looking in from, I call her Marie Furlong. Marie Furlong, if she's watching, then she knows which song I'm talking about. And we were in the living room from our parents, and then Wohnzimmer from Eltern. Ja, bei mir hinter auch. Hinter der Sofa. Auf dem Sofa. Ein Flocati belegtes Sofa war es. Aber ich sag dir gleich, welche Songs das waren, vielleicht kannst du einen davon spielen. Do you know this one? Chairs and
Werbespot. Werbespot. Bryan Adams, wann hast du den denn zum ersten Mal getroffen? Bryan Adams habe ich, wann war letztes Mal? Das war eine von den geilsten Konzerten, die ich gesehen habe. Das Typ ist, der schwitzt. Der schwitzt beim Rock'n'Roll und das ist eine gute Zeugung. Der hat eine wahnsinnige Stimme, der stellt, das singt sehr hoch. Das sind viele seiner Lieder sind in der Key of D, wie James Brown, also richtig hoch. Der Typ ist ein Zwerg, ne? Der ist echt klein. Und er war hier, der ist Fotograf inzwischen geworden, er war hier in Paderborn. Und da habe ich ihn persönlich kennengelernt, weil wir haben so eine Ausstellung gemacht mit der Neil Preston, den Geschichte kennt ihr auch, ne? Dieser Fotograf vom Led Zeppelin. Und wir waren unterwegs mit diesem... Aber das ist ja nicht wichtig, ob ich das kenne. Du kannst ruhig darüber reden. Ah ja, ja, aber das ist, ist ein Interview, ne? So. Aber er war da mit seiner eigenen Ausstellung und er hat ein Foto, so eine Fotoausstellung gehabt vom verletzter Soldaten, vor allen Dingen mit Beine weg und Augen und blind und ganz, ganz krasse Bilder. Leute, aber er ist ein netter Mann. Viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht, dass Bryan Adams nicht nur ein Hobbyfotograf ist, sondern ein sehr talentierter und auch erfolgreicher Fotograf. Ja. Mhm. Ja. Und der war schon öfter in Paderborn, oder? Ja, der war zuletzt bei den Knicks durchforben. Da, ja. Da hat er was gehabt, eine Ausstellung. Das war vor, glaube ich, vor 5 Jahren oder so. Und was war das eben mit Led Zeppelin? Nee, was hattest du gesagt? Wir waren da, weil wir selber eine Ausstellung gehabt mit Fotos. Ja. Und wir haben mit dem persönlichen Fotograf von Led Zeppelin und Queen gearbeitet. Der heißt Neil Preston aus Amerika. Wer ist wir? Light Power, Firma Light Power GmbH in Paderborn. Und da arbeitest du. Darfst du ruhig haben? Nein, wir haben nicht da gearbeitet. Den Chef kenne ich als Musiker. Wir haben immer da auf dem Weihnachtsfeier gespielt bei denen. Ja. Und er hat mich gefragt, ob ich so. Der hatte lange. Ja, mach's kurz. Lange Geschichte. Der Chef vom Light Power ist ein Multimillionär. Und der sammelt auch Music Memorabilia und hat 80. Bilder gekauft von dieser Neil Preston. Der hat seine Bilder gesehen in der Hard Rock Hotel in Las Vegas und wollte sagen, der sagt, diese Bilder ist geil, ich möchte den kaufen und das hat er dann gemacht. Dann der ist in Kontakt mit diesem Neil Preston gekommen. Neil Preston hat dann so viele Fotos, als niemand vorher gesehen hat. Wie gesagt, er hat mit Led Zeppelin 3,5 Jahre als persönlicher Fotograf und dann, danach war er der 5. Mitglied vom Queen. Hat Brian May selber gesagt. Und dann sind wir auf... Wie ist das der auf live auch öfter mitspielt, auch Keyboard und Gitarre? Oder nein, der war einfach Fotograf. So genannt als die 5. Mitglied ja. Queen war als Fotograf, weil er war einfach akzeptiert, das Teil der Familie. Und wir sind dann mit German Scotch, meine Band, sind wir auf so eine kleine Welttournee mitgegangen mit denen. Und er hat seine Bilder, was er alles selber gemacht hat, zum Beispiel vom Led Zeppelin. Led Zeppelin haben wir dann ein Led Zeppelin Medley gespielt. Ja. Und dann hinter uns war seine Bilder mit einem riesen Beamer. Ich habe übrigens auf deinen ausdrücklichen Wunsch unsere wunderbare Lightshow ausgemacht, weil du eine eigene mitbringen wolltest. Die hast du vergessen. Was denn? Deine Lightshow. Lightshow? Ich hab Lightshow mit. Aber. Brauchen wir kein Licht, oder? Ich habe noch eine Frage. Ja. Hast du mir nicht mal irgendwas Kurioses erzählt über Led Zeppelin und dich und Familie und so? Gibt es da nicht auch noch eine interessante Geschichte? Oder ist das eine andere Band gewesen? Wie meinst du das? Hast du nicht über Verwandtschaft auch noch irgendwie Connections? Nur, dass meine Schwester ist sehr stark befreundet mit die ganze Band von Judas Priest. Ach, Judas Priest. Die kenne ich auch alle. Die waren bei uns in der Schule. Slade hat ihn gleichen. Der Mutter von Noddy Older, der Sänger von Slade, hat 6 Haustore entfernt von meiner Oma gewohnt. Und in den 70er Jahren ist immer der ist die Straße runtergefahren, 73, 74, in ein riesengroßes schwarzes Auto. Und er hat Bonbons aus dem Fenster geschmissen. Und wir Kinder haben hinter diese schwarze Auto gerannt. So. Darf ich dir dazu ein paar Fragen noch stellen? Dass
Glamrock habe ich auch als Kind miterlebt. Wir sind ja aufgewachsen und dachten, okay, echte harte Männer müssen aussehen wie Glamrocker, leicht geschminkt, vielleicht sogar noch, manche trugen ja sogar Röcke oder irgendwelche Sachen. Wie war denn das überhaupt damals bei euch? War das, also wenn man, als man etwas älter wurde, war es etwas unwirklich, weil man erstaunt war und dachte, okay, eigentlich ist das gar nicht so maskulin. Und ich weiß, dass es damals so Gespräche auch gab, als wir ein bisschen älter waren, wo so manche so sich das so gar nicht so richtig erklären konnten. Man fand es aber trotzdem cool. Man wusste aber nicht so richtig, warum ist das eigentlich so? Wie war denn das für euch als Jugendliche? Lief der auch so dann da rum in seinen verrückten Outfits? Ich finde die ja total abgefahren im Übrigen. Also die erste Künstler aus England mit Glamrock sprichst du von. Glamrock, die allererste. Ihr sagt Glamrock? Glamrock. Ach, ihr sagt und das war T-Rex, Mark Bolan. Ja. Yeah. Und T-Rex war ein sehr gut aussehender Typ. Hat sehr, 70er Jahre sowieso, alles sehr eng getragen hat, und er sah besser aus wie die meisten Frauen. Er ist ein echt ein cool, geil aussehender Typ, spielt auch ein geiler Musiker, und T-Rex habe ich mindestens dreimal gesehen live, und in den 70er Jahren, und war echt ein cooler Band, und er war die erste, meine ich, Schmink zu tragen. Ja. Lippenstift, der hat immer diese Glitzer unter die Augen erst gemacht, und dann wird es immer noch schlimmer. Dann kam das mit der Elton John und alles, der war auch sehr glammy, ne? Und, ja, und T-Rex doch auch. Ja, obwohl er verheiratet war, T-Rex, ja, Mark Bolan. Ich glaube, der hat ein bisschen schwuler Touch, ja, aber zu dieser Zeit war es nicht erlaubt. Ist ja bei vielen englischen Bands, dass sie sehr extrovertiert, ausgefallenes Outfit und so. War das in der Szene insgesamt akzeptiert, oder hat man die als Paratis für den Fahrgast? Es war gar nicht akzeptiert, weil wir letztendlich war die Kriegsgeneration die noch unterwegs. Die englische Generation ist ja eher sehr konservativ. Ja, das war alles Slips, die haben alle Schlipsträger und lange Haare war ein Issue. Also in der 70er Jahre, wir haben unsere Haare wachsen lassen, ja, und die haben uns fertig gemacht. Also die haben uns Yetis genannt. Ne? Also ja. Wir haben in der Schule Schläge gekriegt. Jeden Morgen ist der Lehrer rumgegangen und jeder, der lange Haare hatte, hat einen Schlag von hinten. Ja, guck mal. Und dann hieß es, morgen sind die ab, sonst gibt es wieder einen. Und nach und nach, am Schluss waren nur noch zwei übrig. Ja, Wahnsinn. Meine Macke her. wir haben von Mark Bolan gesprochen. Ja. Und viele wissen nicht, seine Frau war Gloria Jones. Und Gloria Jones hat einen großen Hit gehabt in den 60er. Ja. Und sie war später die Backing-Gesang. Also sie hat Backing-Harmony gesungen. Tainted Love? Ganz genau. Yeah.
Stichwort. Und das Kabel ist raus, also muss ich schon wieder vors Bild laufen. So, then Tainted Love and who had the big hit with that? Well, it was Soft Cell, wasn't it? Yeah. Soft Cell made it into a big hit, but it was Mark Bolan's, Mark Bolan's from T-Rex, it was his wife, Gloria Jones. Das ist mir vollkommen neu. Also ich wusste, wer Gloria Jones ist, aber das wusste ich nicht. Ja, das muss man hören. Das ist ein Motown-Lied eigentlich. Motown ist richtig geil. Ja, es war ursprünglich auch gar kein großer Hit. Und ein englischer DJ hat das beim Besuch in Amerika irgendwo gehört, entdeckt. Ich glaube, vielleicht im Plattenladen, weiß ich nicht. Aha. Ich habe vergessen, wer hat es im Radio gespielt. Und dann, mit Verspätung, wurde es in England ein Hit. Und nochmal später, das war so kurz vor den 80ern, kannst du sehen, dass der, eigentlich der simple Lieder sind die beste. Drei Akkorde, vier Akkorde. Mehr brauchst du nicht. Noch so eine. Noch so ein Bekannten. Sang that then? Wer war das denn? Wer hat das gesungen? Das ist doch wohl keine ernsthafte Frage, oder? Tja. Der ist heute größte Hit aus den 80ern. Wann bist du geboren eigentlich? 62. Oh, you're older than me. Yeah. Du, aber dafür hast du noch echte Haarfarbe, oder? Ja, achso, das ist nicht deine natürliche Haarfarbe, diese Schwatt. Das ist sehr dunkles Braun. Eigentlich habe ich nicht ganz so dunkle mal gehabt, aber meine Haare sind tendenziell gefärbt, seit ich 30 bin oder so. Bist du grau? Bist du grau? Hä? Bist du grau? Das ist alles weiß hier vorne, ehrlich? Der vordere Teil. Und dann kommen so Flecken im Leopardenmuster und dann kommt hinten die Naturfarbe. Und die geht mir so ein bisschen wie deine, ein bisschen dunkler. Ich habe verschiedene Farben dazwischen. Und, also mit 14 war mein Haar rot, ohne Scheiß, ja. I was a ginger minge. Ja, mit 10, 12 war mein Haar blond und ich wollte aber eigentlich immer dunkle Haare haben, wie, erstaunlicherweise habe ich erst später erfahren, dass der junge Mann auch die Haare gefärbt hat und auch ungefähr deine Haarfarbe hatte, als er jung war. Mhm. Geht noch, ne, für knapp 55. Ja, ein bisschen Grau kommt langsam durch. Sehr, sehr gut. Okay. Ich dachte, jetzt redest du mal, von wem ich rede. Musik.
Musiker habe ich als junger Mann gesehen. Ich weiß noch, die ersten Sachen, die ich als Teenager gesehen habe, das erste Konzert überhaupt im Fernsehen, die allererste Band, war The Sweet mit Blockbuster. Oh, cool. Und da habe ich meine Mama noch gefragt, was ist ein Blockbuster? Und sie sagte, der Song ist ja gut, aber das ist ein ganz schlechter Text, das ist eine Bombe, das hat was mit Krieg zu tun und macht das aus. Gut, wir. Ja, okay. Und, aber der erste Solomusiker, der mich total geflasht hat, war ein Schwarz-Weiß-Auftritt aus Tupelo in den USA, der lief im Fernsehen und ich fand die Musik einfach Hammer. Sagt dir nichts? Vielleicht sagt man auch Tupelo? Wie spricht man es denn aus? Ja, gute Frage. Ich kenne die gar nicht. Muss der spielte Heartbreak Hotel. Ach so. Und Hound Dog, glaube ich. Ach, das war aber original, oder? Welche Jahrgang? Das war wahrscheinlich eine Aufzeichnung, weiß ich nicht. Das wurde im Fernsehen gezeigt. Ne? Fernsehen? Also ich dachte, so eine Frisur und so Haare möchte ich auch haben. Hat aber dann lange gedauert, bis ich mir die Haare dann gefärbt habe. Weil vorher, wenn ich das gesagt habe, hieß es immer, das kannst du nicht machen, das sieht schwul aus. Und irgendwann war es mir dann egal. Das ist mir auch heute egal. Hast du denn was von Elvis? Oh. Maybe. Muss ja nicht. I don't know which key it's in. Oder funky Sachen, die er gemacht hat. Where's the one for the morning, two for the show, three to get ready now, go, 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 don't you never have a blues red shoes. You ain't doing a thing but the eye with those blues red shoes. Well, it's like Elvis is dead. Ja, aber er hat auch später noch schöne Sachen gemacht. Ja, ja. Ich kann jetzt gar nicht überladen. Ja, aber der Elvis, ich habe ein Problem mit Elvis. Ja, ne? Obwohl ich weiß, ich glaube nicht, dass selber dass Elvis Rassist war. Das war nicht persönlich. Der stand da auf diese schwarze Musik. Was mir nicht gefallen hat, war zu typisch zu der Zeit, ist, die haben diese weißen Typen die schwarze Musik geklaut. Ja? Und dann haben die Musikindustrie damals gesagt, dann müssen wir auch diese geile schwarze Musik nachmachen, aber mit nur weiße Typen in einer Rock'n'Roll-Band. Aber das ist nicht die Geschichte von Elvis. Du weißt das genau. Also er war angefeindet in den Südstaaten. Und er wurde als weißer Nigger bezeichnet. Ja, 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 klar. Ich habe gerade gesagt, dass er selber keine Rassist war. Ja, ja, es gab sogar einen Mordanschlag auf ihn. Ne? Ja, von diesen, also gerade so die Ku Klux Klan-Leute fanden das ganz schlimm. Und Elvis war ein ganz großer Soul-Fan. Ja, klar. Und jetzt muss ich schnell machen, weil die Leute wollen ja dich hören. Elvis ist als kleiner Junge immer zu Soul-Contests gegangen, in die Gemeinde da, und hat gesungen und war, das weiß man von einem der Priester, der es später auch erzählt hat, und auch Freunde, das ist also kein Märchen, und war einer der einzigen Weißen, der mit den ganzen Schwarzen dann da gesungen hat, den Farbigen oder wie auch immer. Und das hat er auch noch gemacht, als er dann schon Star war. Und am Anfang war es so, dass er irgendwann nicht mehr kam und dann draußen stand, und der Priester hat ihn dann da getroffen und gefragt, warum stehst du denn jetzt hier draußen? Er sagte, ich habe nicht das Geld, weil man musste einen kleinen Betrag zahlen, um an diesem Contest teilzunehmen, wahrscheinlich für die Kollekte oder so. Mhm. Und dann hat er gesagt, du kommst immer zum Hintereingang. Ich finde das so schön, dass du hier mit uns singst. Ich lasse dich hinten rein, du musst nichts bezahlen. Und dann, als er schon berühmt war, hat er auch noch da mitgemacht. Ist immer, wenn er konnte, wenn er in seiner Heimatstadt war, dahin. Und dann ist der Prediger irgendwann zu ihm gegangen und gesagt, du kannst hier leider nicht mehr mitsingen, weil wir können überhaupt nicht mehr vernünftig Gottesdienst machen, weil draußen sind deine ganzen hysterischen Fans. Und dann sagt er, ja, was heißt das, ich darf jetzt nicht mehr mitmachen? Und dann hat er gesagt, ja, du kannst leider nicht mehr mitmachen. Und dann hätte er Tränen in den Augen gehabt und ist gegangen und ist dann auch nicht mehr gekommen. Aber Elvis hat ganz viele Gospel-Alben aufgenommen, das ist hier in Deutschland gar nicht so bekannt. Und ich glaube, wenn er was gegen Farbige gehabt hätte, glaube ich nicht, dass er mit so vielen zusammen dann Musik gemacht hätte. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ne? Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass er Rassist war, aber die ganze Musikindustrie zu dieser Zeit war rassistisch. Ja, natürlich, ist extrem. Und also keiner kann letztendlich, alles kommt von den Blues, alles. Es ist egal, was jemand mir erzählt, hier gleich live, aber alles kommt von den Blues. Und die meisten Musiker gehen immer zurück zum Blues. Ne? Chuck Berry. Ja, Chuck Berry. Kennst du diesen Typ? Ja.
Jesus. Someone who knows you're there, someone who cares. Feeling alone and you're all alone, flesh and bones on the telephone. Pick up the receiver, you know I'm a believer. Six-second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. Pick up the receiver, you know I'm a believer. Reach out and touch me. Reach out and touch me. Grow personal, Jesus. Someone who hear your prayers, someone is there. Grow personal, Jesus. Someone to know who cares, someone is there. Feeling alone and you're all alone. I flesh and bone on the telephone. Pick up the receiver, you know I'm a believer. Holding the belt, tipped to the chest. Well, things on your chest, you need to confess. Pick up the receiver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. 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 Can't get no feedback. Mr. Johnny Cash. Im Original Depeche Mode. Yeah, see, later on, another hit. Wie findest du die Version? Ja, cool, oder? Yeah, really. I think the Attica Music war völlig was Neues. Also, wenn du denkst, hier erstmal die 60er, die 70er, und dann kam dieser New Wave. Ja? Unglaublich viel Musik, ganz viel aus England auch. Hm. Oder auch Britain. Ja, also, ich meine, erstmal Disco, ne? Also, Disco war, also Funk. Grandmaster Flash. Ja, das war Rap Music. Das hat uns auch geflasht, aber die 80er hatten ja einen Output. Unglaublich. So. Grandmaster Flash and the Furious 5, 1975. Sugar Hill Gang, you're right. Die Sugar Hill Gang. Hey, was it the Sugar? Rapid. Ja, klar. Was Grandmaster Flash, oder? Nein. Are you sure? Ja. Grandmaster Flash, das war doch mit, wie ging das nochmal? Auch sehr geil. Das war der erste von diesen langsamen Raps. Ja, jetzt kann ja einer mal sagen, wie hieß denn der Song? Dann fällt es gleich ein. Grandmaster Flash. Yeah, we have to check that out on the net. I'm not convinced. Anyway, are all your people happy? Ja, are they happy? Is anybody saying turn him off? He's shit. Es sind natürlich leider nicht mehr so viele wiedergekommen. Das war doof. Aber dafür hast du umso mehr Fans glücklich gemacht. Außerdem, wer das verpasst, ist ja auch selber schuld.
Ja, well. Wir speichern das auch ab und dann gucken, ja klar, wir lassen das auf unserem Kanal drauf. Das gucken sich bestimmt noch ein paar Leute an. Oh Gott. Ich bin kein Profimusiker. Ich war vor 2 Jahren Profimusiker. And maybe I have to say that I was a professional musician for just two and a half years, and es hat mich gereicht. It was enough for me. And da kann man nicht von leben, oder? Yeah, you can live from it. Du kannst davon leben. Wir haben 17.000 Mark im Monat gehabt zu zweit. Oh. 17.000 Marks. Ich hoffe, du hast das alles im Finanzamt gemeldet. Of course. Natürlich haben wir das gemacht. Warum hast du das dann, wenn das so gut lief, nicht weitergemacht? Weil ich am Arsch war. Ich war kaputt. I was totally tired. Zu viele Konzerte? Einfach, nee. Ich habe einen Kollegen, mein Kollege, der Bassmann, wir waren ein Bass-Gitar-Duo. We were a Bass-Gitar-Duo. Und mein Kollege hat nur gekifft und getrunken. Und ich bin überall gefahren. My colleague was just drinking and muss man denn als Rockmusiker Drogen nehmen? No, I never. Ich brauche das nicht. Ich habe natürlich alles probiert und versucht, haben wir alle. Ich habe alles durch, aber nichts hat mir richtig. Music macht mich high, also das ist mein High, absolut. Also ich brauche, also Kiffen macht mich nur schläfrig. Also ich habe keine Lust, also ich merke... Du trinkst nicht mal dein Bier, wie ich sehe. Ja, hast du schon leer? Was heißt schon? Ja, tatsächlich. Yeah, do you want another one? Kein Warburger ist. You have to come and get it. Da musst du noch ein bisschen vorschieben mit dem Fuß. I can roll it. Ja. Aber langsam rollen, weil sonst werde ich das jetzt erstmal wieder einsprühen. Ja, wir machen hier die Leute. Ich habe auch ältere Menschen. Ich habe ein Lied geschrieben, und zwar von meinem Nachbar Willi. Willi war mein Drinkpartner. Willi war der Ex-Marina zu der Hitler-Zeit, zu der NS-Zeit. Der war selber kein Nazi, aber der musste zum Hitler-Jugend hin. Der war bei der Marina in Wilhelmshaven. Und wie gesagt, er war kein Nazi, aber das war seine Zeit halt. Ne? Und der ist mit 91 gestorben und ich habe ihn mitbegleitet. Der ist quasi, hat er von mir, unten von mir gewohnt und in der Nacht habe ich seine Hand gehalten und er ist vor uns gegangen. Leider nicht so friedlich, also, der hat ein bisschen Schmerzen dabei gehabt. Aber ja, und Willi war ein harter Kerl, ne? Kriegszeit. Der hatte tatsächlich vom Adolf so einen Bronzeguss an der Wand gehabt, aber nur, weil er das hat. Nicht, dass er ein Nazi war, der hatte einfach so ein dieses Ding. Der ist in Müll gelandet am Ende. Aber der war bestimmt echt viel Geld wert. Aber der Willi Fermer, habe ich ein Lied für ihn geschrieben. Weil er immer gesprochen hat, dass die besten Zeiten waren damals. Alles ist scheiße heute. Man musste immer die Tür abschließen. Man kann keiner mehr vertrauen, die Leute sind so nur selbstsüchtig und da gibt es keine Kameradschaft. Aber das sieht man mit dieser Corona-Krise, das kommt ein bisschen jetzt. Die Leute helfen einander ein bisschen, das ist das Positive mit. Ne? Diese Geschichten, diese Geschichten erzählen die alten Leute, solange es die alten Leute und die jungen Leute gibt. Ja. Na, es gibt ja ein ganz altes, ich glaube von irgendeinem griechischen Philosoph oder irgendwas, ein altes Zitat, wo er schimpft über die Jugend von heute. Und die ganzen Vorurteile, und das ist schon, weiß ich nicht, 4000 Jahre alt. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sehen das immer so. Wir verklären die Vergangenheit auch oft. Der hat zu mir gesagt, er sagte... Das ist immer ein Auf und Ab. Ja, er sagte, das war unsere Zeit. Er sagte, der musste vorstellen, der war ein Typ, zurück von der Front zurückgebracht, als Desertor. Der war erst 18 Jahre alt. Und ich war im Wilhelmshaven mit der Willi, der hat mir alles gezeigt. Und er sagte, komm mit. Und wir sind bei einem Gebäude vorbeigegangen und er sagte, guck mal hier. Und er zeigt mir genau, wo ein Schussloch in der Wand war. Und er hat gesagt, wir müssen alle uns antreten, weil bei der Hitlerjugend müssen wir 40 Jungs antreten mit 14, 15. Und wir müssen alle Pflicht zuschauen, wie dieser 18 Jahre alte Junge erschossen worden ist.
Und das war ein Schussloch in der Wand. Und jeder geht da durch, jeden Tag in Wilhelmshaven, und weiß einfach nicht, dass diese Loch, was das zu bedeuten hat, diesen kleinen Loch. Ich weiß es schon. Und in der, dass er, der waren Zeitzeugen, ja. Und er ist auch jetzt tot. Und Willi war ein harter Typ. Und der ist in alle Wetter draußen gegangen im Garten. In kurze Hosen und einer Weste. Und der sagte immer, sein Spruch war, alles war besser vorher. Und ich habe ein Lied für ihn geschrieben. Ich spiele das jetzt vor, eigenes Stück. Das heißt, Wishing for the Old Days. Also er verlangt nach den alten Zeiten zurück. Mr. Willy Fellman. Sehr schön. Ja. Oh, hier, guck mal. Yes, sir. Schau mal. Ja, yeah, jetzt ist gleich vorbei. Jetzt siehst du es nicht mehr. Oh, really? Ja. So, well, that's good. Dirk Berg hat geschrieben, der Song hieß The Message von Grandmaster Flash. Yes. See? The Message. The Message.
Yeah, that was the song. Yeah, war, the message. Aber wie ging der Text? How did it go? Weißt du jetzt den Text wieder? Warte mal, ich gucke mal. Can you play? Nein, ich kann gar nicht. Ich kann auch nicht singen. No, no, whether you can play. Do you have iTunes there or something? Aber ich gucke mal kurz. Vielleicht fällt er dir ein. Ach so. Don't push me. I know it, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. He keeps the water, I'll keep going under. Yeah. Ja, so fing das an mit der That was the message. Ja. Das fanden wir alle mega cool damals. Yeah, cool. Worum ging es denn im Text überhaupt? Oh, I'd be all night if I had to translate that. Ja, wenn der Matthias, mein guter Kumpel und absoluter Musikexperte, der weiß so fast jedem Song die Hintergrundgeschichte, aber der hat Besuch von seiner Freundin. Also, außerdem können wir hier ja auch nicht mit so vielen Leuten haben. Also, ja, ja. Well, vielleicht beim nächsten Mal. Wir holen das alles nach. Kannst du denn noch? Musst du nicht deine... Achso, nee. Ich mache jetzt mein Bier auf. Ich fange gerade an. Ich hatte ja versprochen, also ich wusste ja nicht, wir haben ja vorher fast nicht geredet, das war ja wieder ganz spontan. Right in front of me. Well, if you want it.
So. Was hast du eigentlich für ein Netz? Weil bei dir läuft es. Ah, mein läuft und läuft und läuft und läuft. My wire just goes and goes and goes. Yours is working too, isn't it? Ja, aber die Leute schreiben, es würde dauernd hängen. Ja. Ich versuche mal. Hallo Ellen. Hallo Lena. Hallo Lena. I got a song for Lena. Warte. Is she still there? Ich werde nochmal. Ich mach doch mal wieder über WLAN. Wollen wir hoffen, dass es keine schlechte Idee ist. Und schlechte Netzwerkverbindung. Kann ja nicht wahr sein. Wir haben hier, liebe Telekom, warum bezahle ich so viel Geld für Glasfaser, wenn es nicht geht? It's the Illuminati, they're trying to close us down. Ja. Ich guck mal, ob die Well, if Lena's still there, Lena, I got something Lena, for you. Lena steht auf Lena. Irish Folk oder sowas. Okay. Sie tanzt im Irish Folk Club in This is der Lena. Bar in Kasse und sie tanzt aber auch sehr professionell. I'm singing a love song. Sail away with me, honey. Put my arm in your hand. Sail away with me, honey. Now, now. Sail away with me. Why we'll be where we wanna hold you now. For Lena, is she still online? Is she still there? Is Lena still there? Oh. Ich durchschaue das nicht so ganz. Oh. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. How old is Lena? How old is Lena? How old is she? Wie alt ist Lena? Das weiß ich nicht genau.
Die sieht noch ziemlich jung aus. Ich weiß aber, okay, dass sie, wie gesagt, sehr, sehr gut tanzt und am liebsten so Irish Folk und solchen Sachen. Spielst du eigentlich Gitarre oder so? Singst du? Kannst du singen? Letztes Mal nur singen. Ist offen. Du kannst von ich da hatte früher eine Gitarre, ja. Ich habe das versucht. Ich habe gestern schon eine lustige Geschichte dazu erzählt, aber hat mir nichts genutzt. Die anderen konnten spielen, bei mir stand sie nur rum. Aber ein bisschen Backing-Gesang konntest du machen, ne? No. Oder? Backing-Gesang. Kommt auf den Song drauf an. Ja, den kennst du. Ja, es hieß eben nochmal, du sollst, es wären sehr schöne Balladen, aber ob du noch was. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. It seems to me, girl, you know I did all I can. Why I beg, stole, and I borrowed. Oh, yeah. Why I'm easy, oh, come on, Fido. I'm easy like Sunday morning, oh, oh, oh. Why I'm easy, I'm easy like Sunday morning, when everybody wants. Pay my June, I'm gonna take it. Sorry. Everybody wants me to be what I'm gonna be. I'm not happy when I try to fake it. Oh, let me turn the feet off. Well, I'm easy. Oh, I'm easy like some morning. Change and I'm gonna cheat. I'm easy like Sunday morning. Why I'm easy? I'm easy like Sunday morning. Commodores, Mr. Lionel Rich T. Hallo England! Also wir haben zwei Musikwünsche. Oh no. Ja, musst du ja nicht spielen. Kann ich wahrscheinlich nicht. Michael sagt keine Lightshow heute. Nein. Oh shit, go on. Aber Michael ist auch mein Nachbar, der wohnt da schräg gegenüber, yeah, und muss noch arbeiten. Was ist überlegen? Alexander Jeppe wünscht sich Don't Think Twice, It's Alright. Don't Think Twice? Und Michael Büchler wünscht sich natürlich Nothing Else Matters. Oh, fuck. Oh. Also,
Also von mir aus kannst du gerne noch was von Johnny Cash spielen. Ah. Christian Bergmann schaut, glaube ich, zu. Auch I can do like a cheated version of... Auch ein junger Mann, der... Try and sing that, but that was just the intro. But I played it wrong as well. Oh, falsch gespielt. Schon ganz cool. Aber Metallica ist eine geile Band. Also Metallica ist die einzige Metal-Band, das mir gefällt, weil das kam von dem Crossover, der King of Metal oder the Godfather of Metal. Das musste doch Black Sabbath gewesen, ja. Und dann Black Sabbath mit Ozzy Osbourne und dann und alles kam da raus dann, ne? Dann kam dann erstmal Iron Maiden, ja? Iron Maiden, ja, ist total geil. Total geil, geile Band. Das ist ja schon Speed and Fresh. Ne? Ja, aber, und dann alles anderes kam danach, ne? Und, also, Iron Maiden hört so für mich. AC/DC ist mein Lieblings-Rockband. Wollte gerade sagen, also auf einem bestimmten Album galten ja damals AC/DC dann auch als Heavy Metal, ne? Ich hab die auch, ja, das ist kein Heavy Metal. Ist ich habe dann immer gesagt, das ist doch eigentlich eine Blues-Rock-Band. Ja, das ist eine Rock'n'Roll-Band. Ja, ne? Wir sind eine Rock'n'Roll-Band, sagt der Bon Scott selber. Rock'n'Roll, ja. wir sind Rock'n'Roll-Band. Also Blues-Rock meinte ich jetzt auch nicht so. Aber ja. Da habe ich AC/DC mit Bon Scott gesehen in 78 und 79. Wie alt warst du da? Ja, 14 und 13. Ne? Geil. Oder, nee, 14 und 15. Auf unserem Dorf gab es nur zwei Coverbands. Die einen haben Status Quo nachgemacht und die anderen haben Status Quo und ich glaube AC/DC nachgemacht. Das waren die einzigen Konzerte, die wir so als junge Leute hören konnten und am Anfang. Ne? Aber das war, ich weiß noch genau, wie irgendeiner mir eine Platte mitbrachte und ich kannte die Band nicht vom Hören. Ich hatte nur gehört, oh, die haben irgendwas mit Nazis oder so, die haben so ein Nazi-Symbol. Und ich dachte so, Gott, was muss das für schreckliche Musik sein? Mhm. Er hat mir gar keine Platte, er hat mir eine Kassette ausgeliehen. Und die habe ich dann nicht erst gesagt, ja, das höre ich mir nicht an. Ne? Und dann habe ich sie mir angehört, abends, als ich ins Bett gehen musste, unter der Bettdecke, im Kassettenrekorder. Und ich habe sie die ganze Nacht 3-4 Mal hintereinander, das war das Live-Album, das erste. Und ich habe gedacht, boah, was ist das denn? Sowas habe ich noch nie vorher gehört. Also Status Quo, meine Schwester ist älter wie ich und Status Quo gab es schon in der 60er, das muss man denken. Ja. 69, ja genau, 69. Und dann kam das, also mein Lieblingsalbum von Status Quo, gibt es ein paar Power Driver und Dog of Two Heads und Quo, die Album, ja. Quo. Und meine Schwester hat diese Schallplatte damals glatt gespielt. Und ich kenne jeden Lied von denen. Ne? Und dann meine Schwester hat so diesen Travel Record Player. Ne? Das war so wie ein Koffer. Ne? Ja. Und man nahm den Top ab und das war zwei Lautsprecher. Ja. Und dann hatte ich auch. Und dann sie hat das immer unter ihr Bett gehabt. Und ich hatte meine Elektrogitarre, aber ich hatte keine Verstärker. Und ich habe so hier an den Nagel gemacht, so. Und dann sah ich ein rotes Kabel, das stand an diesem Stylus, ne? An den Nagel. Da war ein blauer, roter und ein weißer Kabel. Und ich habe damit ein bisschen rumgefuckelt und dann irgendwann bricht den ab. Weiße Kabel an. So. Und die andere. Und da habe ich mir so ein Klinkerkabel, so eine Buchse, ne? Ja. Habe ich mir eine Buchse. Und ich habe mir das angebunden und dann habe ich aus dieser, und das war ein Travel Record Player mit
Mit Röhren. Ja. Mit Tubes. Mit Röhren. Mit Tubes, ja klar, ja. 70er Jahre. Und die klangen gut. Das war ein 5 Watt Verstärker, eigene gemacht. Und dann, ey, das klang so geil, weil so ein kleiner Lautsprecher, das war sofort verzerrt. Ja. Und dann, dann hat meine Schwester das erfahren, dass ich ihre Record Player einen Verstärker habe. Ja, ich frage mich gerade, wie das ausgegangen ist. Und sie hat mich geprügelt. Meine Schwester. Ja, ich hätte dich auch verprügelt. Sie hat mich dermaßen richtig zusammengeschlagen. Das war ganz schlimm. Echt? Oh, das ist schade. Also, ich hätte dich geboxt. Aber wahrscheinlich hätte ich mich gar nicht getraut. Wenn du da auch schon so groß warst. Wenn du da auch schon. Krass. Meine Mutter ist irisch. Spielst du was von AC/DC? Ach, könnte ich machen, aber das wäre doch zu schade. Das, doch, ein Song. Ein. Maybe. Egal welchen. Ich habe dich schließlich angekündigt als Fan von Bon Scott, da musst du auch einen Song wenigstens spielen. Ich weiß, du spielst ja mit deiner Coverband, Cheap Dirt, wir müssen ja auch mal ein bisschen was über dich erzählen. Ja. Also Paul, ich habe es da angehängt, müssten eigentlich alle im Chat lesen kommen. Gaff ausgesprochen, wenn ich es richtig gesagt habe, kommt aus Paderborn, aber eigentlich aus Schottland. Und hast, wie viele Bands hast du eigentlich? Eigentlich zwei. Zwei? Zwei. Okay. German Scotch und... Ja. Und mit Cheap Dirt spielst du nur AC/DC und am liebsten die alten Sachen mit Bon Scott? Ja, meistens die Evergreens, ne? Ja. Aber wir spielen und dann meistens Sachen vom Back in Black Album. Ja. Und danach wird es kritisch, weil danach gefällt mir die Stücke einfach nicht. Ja, das haben wir was gemeinsam. Ja. So, was könnte ich machen? Jetzt bin ich komplett aus meinem Konzept hier. Ist doch gut. Bitte? Das ist doch gut. Ja, let's play something funky again. Yeah.
Song Mustang Sally heißt. Und das sind die Leute über 50, zum Teil wahrscheinlich aus dem Film The Commitments kennen, aber eigentlich ist das ja ein... Aber I think it's old as Reading. Ist es nicht von Wilson Pickett? It could, it's either between them, Wilson Pickett oder Otis Redding. No, you're right, it's Wilson Pickett. Sam and Dave, not Sam and Dave, wasn't in them. Ach komm, ich weiß es auch nicht so genau. Wie fandst du den Film? Geil. Ja. Ja, wie heißt der Typ nochmal, der Sänger? Der hat ein Solo-Album aufgenommen. Das war eine später. Ganz große Geschichte, ja. Mhm. Dass der danach, und dann kam sein Vater und dann haben die sich irgendwie gestritten und was weiß ich. Ja. Keine Ahnung. Midnight Hour, wasn't that, who sang that? Sang that? So, wer sang that? Wer hat das gesungen, meine ich? War das nicht auch Wilson Pickett? Midnight Hour, that's all. Well, I think that was Wilson Pickett as well. Das ist mir gerade eingefallen, gestern hatte jemand geschrieben, dass er es gut findet, wenn wir reinschreiben, wie die Songs heißen. Also, falls ihr es nicht wisst, das ist Paul... Hallo? From... Scotland. Wann warst du zum letzten Mal da? Fährst du da öfter hin? 2010. Oh, lange her. Ja, meine beide Eltern sind tot. Oh, ich hatte öfter Fotos gesehen, wo du mit deinem Papa drauf warst und so. Mm. Das tut mir leid. Ja. Mein Paar ist auch schon jetzt vor kurzem. Ja, man wird älter, alleine sicher. Und dann, wenn man wird älter, sterben Leute. Ist so. Älter werden ist immer noch besser als nicht älter werden. Es fängt dann mit Tante, Onkel und dann Opa, Oma. Oder Opa, Oma, Tante, Onkel und dann Schwester offensichtlich. Was magst du noch für Bands aus der Vergangenheit? Ich hatte aus German Scotch so, haben wir eine 16-köpfige Soul Band gegründet. Soul Scotch habe ich das genannt. Das war eine Paderborner Band Soul Craft. Ja. 16-köpfige Band, 5 Bläsersatz, war total geil. 3 Frauen im Gesang. Cool. Und, was ist daraus geworden? Wir haben 5,50 € bekommen. Jeder pro Kopf bei Auftritt. Also, versuch mal 16 Leute in den Proberaum zu kriegen. Ist schwer genug, nur 5 Mann. Aber 16 Leute in einem Proberaum gleichzeitig zu kriegen, war Mission Impossible. Und dann haben wir dann geprobt, dann immer von vorne geprobt, weißt du, weil die eine hat gefehlt. Und dann, wir haben irgendwie das immer über die Bühne gekriegt. Ich habe ein paar, musste gucken in YouTube, Soul Scotch. Kann man das sehen. Es war eine ziemlich geile Nummer. Wir haben die Izzy Eyeshag, das ist die Moderatorin vom ZDF-Fernsehen. Ja. Und der Anne Friebe, ein Rockrohr aus Paderborn, singt für Maniac. Ja, kenne ich. Ja, ja, Anna. Und dann so ein Unbekannter, eine Bibi Old. Sie hat auch mitgesungen.
So, ja, apropos Mama, ne? Also ich habe nichts dagegen, ich kann euch alle sagen, meine Mutter hat ein Alkoholproblem gehabt. Meine Mutter ist tatsächlich gestorben von Alkohol. Sie war Alkoholiker. Ich denke, mit 7 Jahre alt war ich schon, als sie schon sehr viel getrunken hat. Sie hat immer noch funktioniert und sie war liebevoll und alles, aber sie hat einfach getrunken. Und sie ist mit 67 gestorben. Das viel zu früh. Und sie hat auch übrigens, sie ist gestorben an deinem Geburtstag, Philo. An meinem Geburtstag? Ja, an deinem Geburtstag ist sie gestorben. Ja, ja. Weiß ist. Ja. Das ist aber nicht gut, dass ich das jetzt weiß. Und ich habe ein Lied geschrieben und sie hat gesagt, ich soll diese Lieder, weil sie war ganz krank am Ende, und sie hat gesagt, wenn ich sterbe, ich möchte, dass du diese Lied spielst auf meiner Beerdigung. Oh. Und das habe ich dann gemacht, das war echt schwer. Ich bin jetzt hinüberweg, alles gut. Aber das, weil ich darf, mein eigenes Stück von meiner Mama ist das auch ein bisschen eine Therapie in so einer Situation? Ja, klar. Viele Musiker machen das. Klar. Es ist mein Bubble, ne? Ja. Ich brauche Musik, das ist meine Zuflucht, wenn es mir richtig scheiße geht oder die Welt geht mir auf den Pisse. Dann schnappe ich meine Gitarre. Mein Opa, das gestorben ist, live auf die Bühne, hat gesagt, lern ein Instrument und dann wirst du niemals einsam sein. Du wirst immer jemand haben. Und da hat er auch recht. Also dieser Lied heißt Broken Rules. Wie gesagt, meine Mutter war eine sehr liebe Frau, aber halt ein Addiction, ne? So, sie war abhängig. Wie alt ist sie denn geworden? 67. Ja. Und der Lied, was ich geschrieben habe und auf ihrer Beerdigung gespielt habe, ist die folgende Lied, Broken Rules, also Broken Gesetze. It's a little bit heavy, but here we go. Play before the fool, and you
Rest in peace, Agnes Goff. Stark. Jetzt muss ich mal kurz für kleine Jungs. Du bist jetzt ganz allein. Da bin ich ganz allein. Don't leave me alone! So, yeah, but there's two people. Hello. Two people still watching. And whoever else is watching in the UK. So, we're at Ville Vectral Studios and Fido. Oh. Fido invited me here to do a bit of live streaming to keep the people entertained at home, because this corona shit is making everybody stay at home, and as the Germans say, the ceiling is dropping on our head. Die Decke fällt uns alle auf den Kopf. Wir müssen uns durchhalten. We have to hold through. We have to hold on and see it through. That's